Servus meine lieben Zuschauer. Heute machen wir da ein kleines Update von den Hühnern. Ich stehe wieder unten am Hühnergehege. Die haben sich richtig gut eingelebt, da die Jungen. Fühlen sich jetzt richtig wieder harm. Die finden ihren Stall ganz allein. Die gehen ganz allein rein, die gehen ganz allein raus, wenn ich ihnen aufmache. Die wissen, dass es abends noch Futter gibt, dann hocken sie schon alle drin und warten drauf. Also optimal, besser geht's gar nicht. Ja, abkaut. Einmal ist eine bislang. Die hat wahrscheinlich hier drüben oben eins von den größeren Löchern oder was genutzt. Aber das war, naja, am Wochenende war das einmal, am Samstag. Und seitdem nimmer. Also ich denke mal, das müsste zu weit dicht sein. Ja, so schaut das Ganze auf alle Fälle aus. Heute Nacht hat es wieder ein bisschen geregnet gehabt, deswegen liegt da schon wieder Dreck drin. Wir hatten 2 mm Regen über Nacht. Und gestern hat es auch mal geregnet, das waren 4 mm Regen. Ja, mir ist es nicht gewonnen, aber gut, immerhin besser als gar kein Regen. Das Gras wächst ja auch langsam. Kriegt schon eine ansehnliche Höhe. 2 Wochen hat es noch Zeit. Dann schauen wir mal, dann wird es mit dem Mähen losgehen. Ja, als kleines Update noch, ich bin angerufen worden vorgestern Abend vom Bauern im Dorf. Der hat gemeint, wenn ich noch Fläche bräuchte, hätte eventuell noch was für mich. Die werde ich mal am Wochenende jetzt dann wahrscheinlich mal angucken. Ist eine Fläche mit 0,56 bis 6 Hektar oder 0,6 Hektar oder was das sind. Ist nicht sonderlich groß, aber ich sage mal, es gibt da ein wenig Heu. Der hat gemeint, da wachsen Leguminosen, Kräuter und ein paar schöne Gräser. Die haben sie normalerweise messiliert. Bloß die Anfahrt mit dem Häcksler auf das kleine Stück ist zu beschwerlich, hat er gemeint. Also wenn ich sie haben will, kann ich sie haben. Na, die schaue ich mal am Wochenende dann höchstwahrscheinlich am Samstag mal an, nach der Arbeit. Ja, so viel dazu. Als kleines Update noch, mein Krame, der K15, den ich im März da mal zerlegt habe. Es war ja eigentlich immer noch die Rede davon, eventuell eine Komplettgar zu zerlegen, den Motor und die Köpfe dann einmal rüber zum Schweißen und die probieren sie mal. Die Sache ist natürlich die, das Probieren kostet ja auch ein Geld. Es ist ja nicht einfach so, dass das kostenlos vonstatten geht. Und jetzt war der TÜV-Prüfer da, wo ich den Bulldog da im letzten Flock geholt habe, den Export 350. Und dann haben wir mit dem ein wenig gequatscht gehabt und da hat er gemeint, naja, alle, die er so im Umkreis kennt mit dem Motor drauf, die haben alle einen Frostschaden. Aber er wüsste noch einen, sei Uropa oder Opa oder wie das war, der hat sich einmal an KA15 gekauft, also quasi das baugleiche Modell wie meine, nur mit dem Unterschied, ich habe das ZF-Getriebe drin und der KA15 hat das Baugruppe 1 Getriebe der Kramerwerke drin. Was noch bei dem Schlepper dabei ist, ist eine Heckhydraulik. Habe ich ja an meinem K15 auch nicht. Ja, und soweit wir das jetzt erfahren haben, steht eben dieser Schlepper zum Verkauf. Der muss im Nachbarort stehen. Ja, und dann war der TÜV-Prüfer, weil der den kennt, der hat ihn angerufen und hat gesagt, dass ich da eben Interesse hätte. Und dann hat er sich wieder bei mir gemeldet, dass ich den anrufen soll, der nach verkaufen möchte. Und da haben wir jetzt so ausgemacht, der kommt da mal drin bei mir auf der Arbeit vorbei. Und dann machen wir mal einen Termin aus, dann schaue ich mir den nochmal an. Also eventuell jetzt aufs Wochenende auch noch, mal sehen. Und das wäre natürlich optimal. Also wenn jetzt der Schlepper nicht gerade ein Vermögen kostet, weil er natürlich gesagt hat, loswerden will er nicht. Aber andererseits hieß es schon, ist schon mehrfach versucht worden. Die wollten ja schon ein paar Mal verkaufen, muss schon dreimal verkauft gewesen sein und sind immer wieder zurückgekommen, weil irgendwas war. Das heißt, weil das nicht gelaufen ist oder das nicht gegangen ist oder da was nicht war. Und der TÜV-Prüfer, die wurden den vorher gehabt haben, der hat gesagt, man braucht quasi erst einmal eine Fahreinweisung für den Schlepper. Der hatte nämlich seit den allerersten Tagen, an dem er gekommen ist, die Angewohnheit, wenn du den Schalthebel ein bisschen angehoben hast, dann hast du zwei Gänge auf einmal eingelegt gehabt beim Schalten. Und dann ist gar nichts mehr gegangen. Da musstest du gewaltig im Getriebe rühren, dann hast du es wieder rausgekriegt und dann konntest du weiterfahren. Wer es nicht weiß, steht mit dem Ding.
Die Problematik ist mir bekannt. Kenne ich von meinem ZF-Getriebe auch, habe ich dasselbe Spielchen. Wenn ich den langen Schalthebel in der Mitte anhebe, kann ich auch zwei Gänge einlegen. Ist schon drum gegangen, eventuell, dass die Feder unten drin ist, weil mein Vater das gleich gesagt hat, da gibt es doch diese schöne Tellerfeder unten drin, dass die. Und dann hat er aber gleich gesagt, nee, die ist am ersten Tag dann wieder ausgetauscht worden, hat aber keinen Erfolg gebracht, das ist halt, das gehört einfach zu dem Bulldog dazu. Naja, wie gesagt, ich tue mich da nicht ab, dann soll das halt so sein, ne? Ja, ich schaue mir den auf alle Fälle mal an. Und wenn es passt, eventuell kriege ich dann einen KA15. Und dann wird quasi aus meinem K15, aus dem KA15 ein neuer Schlepper aufgebaut. Und ja, dann kann ich von meinem eventuell Ersatzteile verwenden. Wenn ich den dann komplett zerlege oder was, und sei es, brauchst du da mal, keine Ahnung, Vorderachsbock oder irgendwas dergleichen, was jetzt an meinem vielleicht wieder gut ist, was an dem nicht mehr so toll sein soll, könnten wir unter Umständen austauschen. Wie gesagt, das wird man sehen. Eventuell mache ich ein paar Bilder. Die gibt es dann eventuell auf Instagram zu sehen. Kann ich aber noch nicht versprechen. Weiß ich nicht, ob ich da knipsen darf. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, dann hatte ich ja eine Henne, die gegluckt hat. Jetzt sind wir hüben im Schweinestall. Im ehemaligen. Ich habe die Henne von drüben aus den Inlegeboxen hier rüber. Ich habe vor Jahren nochmal, also wie ich mit den Hühnern angefangen habe, selber eine gebaut. Die da. Eine Holzbox. Problem war da eigentlich immer nur, die Hühner, die haben, ich habe immer ein paar dabei gehabt, die haben das Eierhacken angefangen. Die neuen Boxen, da rollen ja die Eier unten in ein Loch rein, fallen unten in eine Klappe und da kommen die Hühner immer noch. Bei denen Boxen lagen sie halt drin und da hatte ich eine Henne, die ist immer reingegangen und hat die Eier kaputt gehackt. Naja. Deswegen habe ich mir die anderen dann einmal gekauft, weil die Hühner, das will ich jetzt verrammen, finde ich auch nicht in Ordnung. Ich habe mir die Box aber aufgehoben, lediglich die Füße unten, die immer dran waren, sind nicht mehr vorhanden. Ist aber für meinen Fall nicht schlecht. Ich will ja die Zieberler nicht dann aus 1 Meter Höhe herunterfallend haben. Falls welche kommen. Schaut aber relativ gut aus. Ja, die Glucke, die sitzt jetzt hier drüben. Ne? Ja. Ich habe hier drüben Wasser und ein Futter aufgestellt. Da kann sie dann sich direkt bedienen. Ja, theoretisch, rein rechnerisch, müsste nächste Woche aufs Wochenende eigentlich Schlupftermin sein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Eier hat sie noch. Nicht mehr ganz so viele, die hat selber schon aussortiert. Also die Hühner machen das ja, wenn die Brut haben. Und die merken meinetwegen in einem Ei oder was, da ist nichts drin oder das ist sowieso nichts. Die machen dann die Eier quasi kaputt, die Ramasse aus dem Nest raus. Also ich glaube, zuletzt als ich geguckt habe, waren es noch 4 Eier. Wie viele es jetzt noch sind, kann ich gar nicht sagen. Darf ich mal? So, lass mich da mitgucken. Doch. Alles gut. Alles gut, Mami. Also 2 Eier sind es noch. Mal schauen, was rauskommt. Mal schauen, ob es was wird. Die ist da natürlich relativ angepisst, wenn man ja innen rumfasst. Ich meine, verstehe ich. Die will halt nicht, dass man ihre Eier wegklaut. Und ich habe sie hier rüber, dann ist sie einfach ein wenig entspannter. Dann hat sie nicht die Artgenossen, die quasi dann in das Nest reingehen, wenn sie ja mal auf Futtersuche oder was ist. Und ich habe ihr, wie gesagt, hier an Futter und an Wasserbehälter hergestellt. Dann hat sie ihre Ruhe, kann ganz normal wieder auf ein Nest drauf, wenn sie will. Und dann hat man den ganzen Heckmeck nicht. Ja, so finde ich es auf alle Fälle nicht schlecht. Was auch schön ist, wenn die Zieberler dann wirklich schlüpfen sollten. Man sieht schon, die steht unten am Boden. Die, wenn dann rausgehen, die können da damit laufen. Ich habe noch Kükenfutter da, so Kükenstatte. Das ist wie so eine Art Mehl, könnte man sagen. Ja, da schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und es kommt was, vielleicht auch nicht. So, selber Tag wie vorhin im Video. Bloß abends jetzt um 8. Ich bin heute um 6 von der Arbeit gekommen und habe jetzt bis jetzt den Stall gemacht. Ja,
soweit bin ich fertig. Jetzt stehen wir hier gerade an meinem neuen Misthaufen am Hof, wo meine Kürbis sind. Schnecken waren bislang noch nicht dran, so wie es ausschaut. Das ist ganz gut. Dann können die noch einmal wachsen. Ja, was ist sonst dann heute noch passiert? Naja, wie gesagt, ich war arbeiten und bin vorhin heimgekommen. Hab meine ganzen Viecher gemacht, hab das Futter sortiert, was ich gekriegt habe. Ja, die Viecher haben die erste Ladung schon gekriegt. Die Hühner haben heute schon was gekriegt. Und dann würde ich sagen, ist für heute soweit gut. Ich mache dann gleich Feierabend. Ja, was mir dann heute noch so spontan eingefallen ist. Ich werde oft einmal in die Videos gefragt, wie alt das ich bin. Also ich bin geboren am 19. September 1990. Für alle, die es wissen wollen. Also das heißt, ich werde im September 28 Jahre. Ich wohne, wie man sieht, zu Hause auf dem elterlichen Hof. Ich will den Hof später mal übernehmen, das ist der Plan. Und ja, ich meine, ich zahle ganz normaler Miete bzw. Kostgeld hier und wohne dafür hier, kann meine, ja, in Anführungsstrichen, Träume ausleben, eben mit meinen ganzen Viecher. Das kannst du in einer Stadtwohnung natürlich nicht. Oder sehr, sehr schwer, sage ich einmal. Ja. Was gibt es da noch zu sagen? Ja. An alle, die immer schreiben, ja, bist du eigentlich männlich oder weiblich? Ich sag's jetzt wieder. Also, mein Name ist Michael. Und alle rufen mich bloß Michel. Und ja, ich denke mal, damit soll sich das dann auch ein für alle Mal geklärt haben. Ich weiß zwar nicht, was da so schwer dran zu verstehen ist, aber gut, deswegen hier noch einmal. Ja, wie viel Fläche bewirtschaften wir aktuell? Also, es ist so, wir haben im Besitz 6,81 Hektar. Davon sind 0,33 Hektar Wald. Davon sind knapp 1 Hektar Obstwiesen, also das, was man hier schon sieht. Und der Rest sind Wiesen und Felder. Wobei Felder, das eine ist verpachtet noch, das sind knapp 1,2 Hektar, das ist im Petzmannsberg. Und das andere, die 2,71 Hektar, das ist ja das unterhalb da, wo wir das ja die Sonnenblumen drauf haben und wo die Kartoffeln drin wachsen. Ja, jetzt ist die Sache so, ich habe Wiesen dazugekriegt, einmal drin bei meiner Arbeitsstelle. Jetzt sind ja auch noch einmal 0,7 Hektar. Und am Samstag schaue ich mal eine Wiese an, hat mal ein Bekannter gesagt, er hätte noch was für mich. Und das sind auch noch mal ca. 0,6. Und so wie es jetzt ausschaut, ganz aktuell, das war am Montag, wie ich den Bulldog da zum TÜV geholt gehabt habe. Anschließend habe ich mich mit der Bäuerin ein wenig unterhalten. Und bei denen ist so, die hat zwar Enkelkinder, bloß die haben überhaupt kein Interesse an der Landwirtschaft. Naja, und wir sind ins Gespräch gekommen und hat sie gesagt, naja, sie hat das Problem, sie hat niemanden, der die Flächen übernimmt. Die müssen rund 10 Hektar haben. Und ja, der Bauer, der es jetzt gehabt hat, der hört auf. Oder macht nur noch sein eigenes Zeug, der muss mit dem ganzen Gebochten aufhören, möchte nicht mehr. Und die suchen jetzt eigentlich jemanden. Und dann habe ich gesagt, naja, und bei mir sieht es genau so aus, ich suche was, aber ich krieg nichts. Ja, wir sind uns relativ schnell einig geworden, sage ich einmal, und voraussichtlich, wie gesagt, dann 2020 kriege ich 10 Hektar dazu. Das ist eine Wiese, die hat ca. 2,1 Hektar. Ist relativ groß, ist gleich da oben auf dem Berg. Und das sind zwei Felder. Die haben auch noch einmal insgesamt. Ja, das eine hat 6 Hektar fast und das andere, ja, was waren das? Waren glaube ich auch nochmal 1,2 und dann haben sie noch eine Wiese auf der Gegenseite hüben. Die gehören dann auch zu dem ganzen Umfang dazu. Preislich haben wir uns natürlich noch gar nicht geeinigt. Mal schauen, also
Wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann liege ich dann im Dreh um die 18 bis 20 Hektar Fläche, die ich habe. Ja, bei uns hier in unserer Breitengrade, oder sage ich mal hier für unseren Standort, wo ich gerade bin, gilt es dir ja schon als Großbetrieb, wenn du 40 Hektar hast. Wir haben da einen Landwirt. Und ja, ich sag mal, bei der Größe bist du ein mittelständischer Betrieb hier. Zu meinem Kramer, wie gesagt, ist es so, ich schaue mir da jetzt einmal einen Schlepper an. Also das ist der Plan. Ist ein KA15. Der hat denselben Motor drin wie meiner. Der Schlepper hat allerdings auf dem Baugruppe 1 Getriebe eine Hydraulik verbaut. Das wird mich persönlich sehr reizen. An Plan 15 PS Schlepper noch mit Hydraulik, mit Heckhydraulik, ist keine schlechte Wahl, sage ich einmal. Muss ich jetzt natürlich sehen, wie ist der Schlepper beieinander, was soll er kosten. Muss ich jetzt da mal am Wochenende sehen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe für das Wochenende schon wieder so viel geplant, ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Aber ja, man übernimmt sich dann gerne mal und dann ist das Wochenende schneller rum, als man denkt. Aber wir haben am Montag noch den Feiertag und dann wird es schon irgendwie klappen. Ja, dann jetzt sind es noch knapp 2 Wochen zu arbeiten, die ich habe. Ja, dürften jetzt noch 2 Wochen sein. Dann ist so langsam die Zeit, wo es dann auch mit den Heuen losgeht. Geplant ist, dass ich voraussichtlich auf dem 5. Juni das Mähen anfange. Wie gesagt, dann kommt zuerst die Wiese hier im Hof. Die Kleine, die wirft immer beim ersten Schnitt 30, 35 Ballen oder sowas ab, Hochdruckballen. Es ist nicht die Welt, ist halt unter die Barme. Aber ich mähe es trotzdem einmal zu Heu und der Rest ist dann immer Viecherfutter, Grünfutter für den Sommer, wenn dann doch nichts mehr so viel sprießt. Ja, die Wiese unten will ich im gleichen Zug dann mitmähen. Mähe allerdings nur 3/4 davon, den unteren Teil bei den Bäumen dann nicht. Den lasse ich wachsen bis zum Schnitt vom Grummet. Die Wiese drin bei meiner Arbeitsstelle muss ich mal sehen. Die ist teilweise relativ starr. Wird sich aber auch eine Möglichkeit dazu finden. Die mähe ich dann eventuell auch noch in der Zeit oder schiebe sie ein wenig nach hinten raus. Das sehe ich. Ob ich dann da nur einen Schnitt mache oder 2 Schnitt. Ja, und die andere Wiese, die ich mir jetzt da noch angucken möchte oder soll, die entscheide ich dann, je nachdem wie hoch die jetzt gewachsen ist. Vorher war die immer als Silagewiese. Und ja, ich entscheide es dann. Mir ist gesagt worden, die hätte relativ viel Leguminosen und Kräuter drin. Aber das muss ich natürlich dann auch erst einmal zeigen. Das sehe ich, wenn ich mir so angucke, dann entscheide ich ja, welche der Fahrerei. Lohnt sich das für mich oder verfahre ich mehr Sprit als das, was ich dann im Endeffekt als Futter verdiene? Klar, die Rechnung mag momentan eher 0 auf 0 aufgehen, sage ich einmal. Ich kann genauso gut eigentlich hergehen, kann mir mal Futter kaufen vor die Landwirte. Wird auf selbe kommen und hätte halt keine Arbeit damit. Aber ich bin halt ehrlich, klar, ich stehe jetzt da, ich habe die Arbeit damit, ich stelle mich hin, ich muss mähen, ich muss heuen, ich habe dann die Spritkosten und alles. Ich gebe im Endeffekt genauso viel aus, wie wenn ich jetzt vor jemanden kaufen würde. Ist klar, weil die Preise fürs Heu sind teilweise relativ hoch hier. Ich bin aber trotzdem der Meinung, ich mag selber. Ich weiß, was ich geschnitten habe. Ich weiß, wie es geschwartet ist. Ich weiß, wie es gezettet wurde. Ich weiß vor allem, was alles in der Wiese drin war. Das sehe ich ja nicht, wenn ich einen fertigen Heubüschel kaufe. Oder man sieht es natürlich schon. Aber nicht, wie alt war das Zeug schon. Das erkennst du ja da nicht. Und ja, ich möchte einfach die Arbeit selber machen. Mir macht die Arbeit Spaß. Ich habe die Maschinen da dafür und deswegen führe ich das auch weiterhin fort. Na gut, in diesem Sinne, jetzt wünsche ich einen schönen Abend. Weil, wenn ihr das Video jetzt dann am Freitag seht, heute ist Donnerstagabend, wenn ihr das Video seht, dann geht es ja schon auf Abend zu.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und man sieht sich nächste Woche am Dienstag. Servus, bis dahin.